Ein unausgewogenes Bild haben wir aktuell an den Märkten, denn der Dow Jones, der ist gar nicht so negativ wieder unterwegs. Wir hatten gesehen, dass er seine Pause, die er jetzt hier jüngst ja eingelegt hat, wenn wir hier auf den Future-Markt gucken, nach oben eigentlich hier wieder verlassen hat. Also der Trendkanal ist verlassen und wenn man ganz genau hinguckt, auch das letzte Zwischenhoch, was ich ja gerne als ein Trigger nehme. Das ist natürlich keine Garantie für nichts, aber nachdem der Kurs, wir sehen das hier im 5-Minuten-Chart, ja eigentlich nicht so wirklich die Dynamik nach unten gezeigt hat, gerade hier so gegen Ende eher ermüdend war auf der Abwärtsseite, scheint es jetzt wieder einigermaßen zügig nach oben zu gehen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann möchte ich jetzt was Wackeliges auf der Abwärtsseite sehen, um anschließend dann den nächsten Schub nach oben zu sehen. Stichwort Zwischentrigger oder Zwischenhoch nutzen, um hier den Long-Einstieg zu wagen. Das kann so aussehen, das kann natürlich auch nur einfach irgendwie sowas sein. Dann wäre der Trigger natürlich entsprechend zu setzen. Mit Erwartungshaltung das letzte, aber auch das übergeordnete Hoch, dass wir das auf jeden Fall nochmal überschießen. Und wie weit es dann noch geht, puh, das weiß im Zweifelsfall erstmal niemand. Aber bullische Voraussetzungen aktuell am Markt. Ich denke mal, jedweder wackelige Rücksetzer, wichtig, wackelige Rücksetzer, hätten ein perfektes Setup eigentlich für eine Long Trade und brauchen eigentlich dann nur getriggert zu werden. Gucken wir mal, wie das der S&P macht. Der ist grundsätzlich ja ähnlich. Also insofern auch hier ganz gute Voraussetzungen. Vielleicht sind wir hier sogar schon in der ersten Hälfte der Korrektur. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber es würde so schön passen. 1, 2, 3, 4, 5 das Ganze. Und jetzt sind wir möglicherweise hier in der Abwärtsseite, um anschließend dann die Aufwärtsrichtung nochmal fortzusetzen. Vorsicht, wir sind in der Nähe eines Clusters von Widerstandsmarken. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist nicht unrealistisch, dass der Kurs da nicht ewig weit geht. Auf der anderen Seite, die nächste Widerstandsmarke, die liegt ja noch ein gutes Stück höher. Das ist ungefähr 3240 Punkte beim Dezember-Kontrakt. Warum ich immer noch den Dezember-Kontrakt habe, ist mir ein Rätsel. Eigentlich habe ich schon umgestellt auf den März. Also, das aber die Werte auf den aktuellen Dezember-Kontrakt. Typischerweise würde man jetzt schon auf den nächsten dann wechseln. Das aber nur so am Rande formuliert. So, entsprechend also immer noch positive Aussichten, die wir hier haben bei den entsprechenden US-Märkten. Ein bisschen negativer oder deutlich negativer sieht das aktuell beim Nasdaq aus. Wir sehen, dass wir da schon einen heftigen Rücksetzer haben. Vorsichtig, um es wirklich vergleichen zu können, sollten wir hier auf 5 Minuten gehen. Dann sehen wir aber, dass wir hier relativ zügig nach unten sind. Und das ist unsere Chance, gegebenenfalls, wenn wir hier jetzt sowas bekommen, dann eine Alternative für die Short-Seite zu haben. Ja, wie jetzt? Long und Short? Ja, das Tolle ist, wenn wir auf der einen Seite ein Long-Setup haben, auf der anderen Seite ein Short, wenn wir Glück haben, werden wir nur auf einer Seite getriggert, sprich auf der Seite, die dann nachher läuft. Wenn wir Pech haben, werden wir auf beiden Seiten getriggert, haben also ein Minus-Trade. Dafür ist ein enger Stop ja dann da. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Plus-Trade, der hoffentlich weit auch läuft, der vielleicht sogar viel Potenzial hat. Das heißt, selbst wenn wir auf beiden Seiten getriggert würden, hätten wir die Chance, insgesamt hier noch positiv rauszukommen, weil eine Richtung wird möglicherweise dann doch laufen. Das ist zumindest mal die Idee dahinter. Das werden wir natürlich abwarten müssen, ob es tatsächlich so ist. Deshalb aber mal die Hommage an einen Trade in beide Richtungen in der Vorbereitung. Der Trigger entscheidet dann, welche Richtung genommen wird und dann in der Hoffnung, dass es dann bald läuft. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.